hören wir, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam geantwortet hat, liebe Geschwister, auf diese Leute. Die Überlieferung ist bei At-Tirmidhi und Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala sagt, sie ist authentisch. So heißt es in der Überlieferung, er sagt, ich möchte nicht eine Person sehen, auf seiner Couch sitzen. Und ihm hat das Wort über den Propheten sallallahu alaihi wasallam erreicht. Das heißt, die Sunna hat ihm erreicht. Während er angelehnt sitzt, dann sagt er, zwischen uns und zwischen euch ist das Buch Allahs. Das heißt, es reicht uns. Es reicht uns. Höre zu, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte. Was wir auch immer an Halal im Koran finden, so erklären wir das als Halal, als erlaubt. Was wir auch immer als Haram, als Verbotenes im Kitab sehen, das erklären wir auch für Haram. Ist nichts Falsches. Aber was hat diese Person gemacht? Höre, was jetzt der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte. Vielmehr ist, dass das, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam als Haram erklärt hat, Allah es als Haram erklärt hat. Allahu Akbar. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam nicht mit seinem eigenen Gelüst und hat Sachen als erlaubt oder verboten erklärt, sondern vielmehr alles, was er verboten hat, ist von Allah verboten. Ist von Allah verboten worden. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt Halal, dann ist das, weil Allah ihm das offenbart hat. Erlaubt. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt Haram, dann ist das nicht aus seinem eigenen Gelüst, sondern vielmehr hat Allah das als Haram erklärt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das nur ausgesprochen. Und dann eine andere Überlieferung, liebe Geschwister, die uns beweist, dass die Sunna eine sehr, sehr wichtige Sache ist. Ihr sollt an meiner Sunna festhalten. Und der Sunna meiner recht geleiteten Khulafa. Und daher ist das ein sehr wichtiger Hadith für uns, dass der Prophet sagte, Addu alaiha bin Nawajib. Ihr sollt mit euren Backenzähnen darauf beißen. Das heißt, haltet daran fest, damit ihr nicht in die Irre geht. Und wir sehen in dieser heutigen Zeit, die sind Koraniyun. Das sind Leute, der sagt dir, der Koran. Was wir im Koran haben, reicht uns. Diese Person, so hat doch der Prophet ihn beschrieben. Und deswegen, du wirst niemals sehen, dass diese Person dir eine plausible Antwort geben können, die Koraniyun. Wenn er dir sagt, ich nehme nur den Koran, im Übrigen, das ist großer Kufr, man hat sich damit von der Religion verabschiedet, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Ali Imran, sprich, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten. Wenn die Sunna keine Bedeutung hätte, hätte der Koran gereicht, dann hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn nicht erklären müssen. لِتُبَيِّنَ الذِّكْرِ sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, damit du den Leuten الذِّكْرِ, den Koran erklärst, ihn verdeutlichst. Allah azza wa jalla sagt, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten. Wenn sie sich dann aber abwenden, sagt Allah, so liebt Allah die Kuffar nicht. Und die A'imma haben diese Ayah benutzt, damit sie auch erklären, dass die Personen, die die Sunna ablehnen, keine Muslime sind. Wir haben diese Koraniyun. Er sagt dir, ich lege auf die Sunna keinen Wert. Ich habe einmal mit einem geredet. Diese Person hat hinter mir gebetet gehabt. Dann kam ein Bruder und sagte zu mir, kannst du bitte ein paar Worte mit ihm reden, denn dieser lehnt die Sunna ab. Dann habe ich ihn gefragt, hast du gerade hinter uns gebetet? Er sagte ja. Ich habe ihm gesagt, wie viel Raka? Er sagte, 4 Raka. Dann habe ich ihm gesagt, wo steht das? Wo steht, dass du 4 Raka betest? Wer hat dir das überhaupt gesagt? Welcher Koran hat dir das gesagt? Ich kenne im Koran keine einzige Stelle, die gesagt, dass wir 4 Raka beten müssen.